Hola y buenos dias, ihr Lieben. Ja, es ist jetzt mittlerweile fast 6:30 und diese Nacht war für mich, ehrlich gesagt, der Horror. Ja, also einmal hatte ich meine Tochter heute Nacht im Bett und die hat sich da total ausgetobt und ich hatte gelegentlich irgendwelche Füße im Gesicht oder ich wurde geboxt oder auf mir rumgehampelt im Traum. Also sie hatte da, glaube ich, auch keine gute Nacht. Jedenfalls habe ich kaum geschlafen. Auch einmal aus dem Grunde, weil ich letztens einen Hexenschuss hatte und irgendwie das nicht so ganz so behoben wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Jedenfalls, falls jemand einen Tipp für mich auch hat, weil bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen speziell, weil der Rippenbogen, der setzt nämlich fast auf dem Becken auf. Also normalerweise kann man da vielleicht so 3-4 Finger dazwischen packen. Bei mir passt im Moment, würde ich mal sagen, kaum der kleine Finger dazwischen. Das heißt also, ich bin bestimmt 4-5 Zentimeter kleiner als sonst. Das fällt euch natürlich gar nicht auf, aber mir. Und vor allen Dingen tut es total weh. Naja, ich dachte mir, ich mache heute einfach mal so ein Video, wo er mich ja mal so ein bisschen begleitet. Und jetzt bin ich jedenfalls auf dem Hinweg zu einem Haus von Freunden, auf das wir gerade so ein bisschen aufpassen sollen. Also sprich ab und zu mal lüften. Und wir dürfen jedenfalls den Pool benutzen, der total geil ist. Den werde ich auch gleich mal zeigen. Das Haus werde ich nicht zeigen, aber wenigstens den Pool und die Aussicht. Das ist wirklich der Hammer. Unfassbar schön. Ja, und diese... Ups, jetzt zeige ich euch auch gerade mal den Weg hier hin. Das ist nämlich auch irgendwie ganz nett, was hier so für Häuser sind. Und überhaupt, der Morgen fängt schon so wunderschön an. Das ist einfach ein richtig toller Tag. Ja, dann filme ich mal gleich weiter. Mir ist gerade noch was eingefallen, irgendwie eine Geschichte, die ich ganz witzig fand, die wollte ich auch mal erzählen. Wir hatten nämlich irgendwann mal einen Gärtner bei uns, weil wir den Hang befestigen mussten mit Pflanzen, die ziemlich gute Wurzeln geben, damit das nicht hier alles so abrutscht. So ähnlich wie, vielleicht zeige ich das mal gerade gleich irgendwo, aber jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Naja, egal, jedenfalls wurde das dann bepflanzt und wir haben den Gärtner dann auch mal so angehauen, ob der vielleicht irgendwo uns auch mal helfen kann, zum Beispiel mal einen Brunnen zu bohren. Ich meinte so, klar, hier, ne, habt ihr meine Telefonnummer, sagt mal Bescheid, alles klar. Und dann hat meine Frau, hat ihm dann irgendwann mal eine Nachricht über WhatsApp geschickt und ihr Profilbild ist ehrlich gesagt ziemlich heiß. Also damals war sie noch, also das Foto ist sehr alt, muss ich auch sagen, mittlerweile bestimmt schon 12 Jahre. Und da war sie noch Fitnesstrainerin und wurde für das Studio, kam irgendwie ein Fotograf und hat da irgendwie eine nette Aufnahme von ihr gemacht. Und das hat sie als Profilbild. Jedenfalls hat sie ihn dann angeschrieben, hat gesagt, hey, wie sieht's aus und können wir uns da vielleicht mal treffen und besprechen und so weiter. Und dann hat sie dann nur als Antwort bekommen, bitte belästigen Sie mich nicht, hören Sie auf, mir zu schreiben. Und hat dann die Nummer blockiert. Das fanden wir irgendwie ein bisschen eigenartig, aber irgendwie auch witzig, aber trotzdem eigenartig. Naja, und spontan, wir sind ein, zwei Monate später, haben wir dann mit unserer Architektin gesprochen, die damals den Kontakt halt hergestellt hat zu diesem Gärtner. Und da hat sie dann gesagt, ah, das war der nicht, das war seine Frau. Die ist nämlich so unglaublich eifersüchtig. Also wenn, sollte man da vielleicht irgendwie nochmal irgendwie schreiben, oder vielleicht schreibe ich dann eher mit meinem Profilbild. Weil mein Profilbild bei WhatsApp ist nämlich überhaupt nicht sexy. Das bin ja nur ich. Vielleicht haben wir dann irgendwie Chancen, mal irgendwann einen Brunnen zu bekommen. Aber das fand ich witzig. Ja, und hier sieht es immer noch schön aus. Aha, hier sind die Gärtner. Hola, buenos dias! Aha, mit Kamera, genau. Ja, eine nette Gegend. Hola, buenos dias! Darf ich natürlich nicht irgendwo vorfahren, wenn ich hier die ganze Zeit die Leute grüße. Aber so schnell fahre ich ja auch nicht. Naja, vielleicht sehe ich ja gleich irgendwo nochmal so einen kleinen Hang mit diesen Gräsern, was wir halt auch angepflanzt haben. Und dann kann ich das ja nochmal zeigen. Zur Not dann einfach an unser Grundstück. Das kann ich dann ja auch noch machen. Also hier gibt es auch immer viele Häuser in vielen verschiedenen Farben. Unter anderem auch
so rosa. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Ne, also so vom Vorbeifahren. Also selbst möchte ich nicht so ein Haus haben, weil mir das wahrscheinlich irgendwann auf den Keks gehen würde, dieses Rosa. Aber so, wenn man durch die Gegend fährt und da ist mal eins irgendwie türkis, rot, blau, lila, rosa. Ich finde es irgendwie witzig. So ein bisschen wie, weiß ich auch nicht, Tinky Winky oder irgendwie sowas. Ja, ja, das Haus auf dem Hügel ist auch nicht schlecht. Hat nämlich eine wunderbare Aussicht. Vielleicht kann man das da hinten auch schon sehen. Ja. Aber das ist ja nicht das Haus, wo ich jetzt hin will. Aber die haben jetzt auch schon so eine Bepflanzung hier gemacht für den Hügel. Naja. Da bin ich endlich bei dem Haus und werde jetzt gleich mich ein wenig um meinen Körper kümmern können. Wunderbar. Oh, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen gerade stehen. Ja, das ist einfach so schön. Vielleicht kann man das so ein bisschen erahnen, wie schön das hier ist. Guck mal, was für eine Aussicht. Mit Meerblick sogar. Ach, wie herrlich. Und da werde ich gleich schwimmen gehen. Wie wunderbar. Und ich habe keine Badehose mit. Kennt ihr eigentlich dieses Lied, dieses Schu-Schu-Schu-Scha-Scha-Scha von Bastian Pastewka und Anke Engelke aus dieser LOL-Serie, wo die da irgendwie so als Schlagertypen da aufgetreten sind? Ich habe es die ganze Zeit im Ohr, weil da irgendwie eine Textzeile auch drin ist, irgendwie so, ich habe keine Hose an. Ja, so geht es mir auch. Also ich werde jetzt gleich erstmal hier richtig schön nackt schwimmen, ein paar Bahnen ziehen. Und nein, ich werde es nicht tun. Ich sehe nämlich gerade, dass eine Putzfrau da kommt. Oh, ich habe nämlich gerade, ich habe echt ein Pech. Ich habe nämlich schon gehört, dass die irgendwann vorbeikommt und ich habe schon gehofft, dass ich hier schwimmen kann. Jetzt habe ich keine Badehose mit sowas Doofes. Naja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh Mann, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mich immer so zum Vollhorst mache. Warum bloß? Ja, jetzt war jedenfalls gerade die Putzfrau da. Also konnte ich jetzt nicht schwimmen gehen. Naja, ich versuche ja immer das Positive im Negativen zu suchen. Und das Positive ist auf jeden Fall, da ich ja keine Badehose mit hatte und ich jetzt halt noch nicht schwimmen war, konnte sie mich jetzt auch nicht irgendwie nackt im Pool erwischen. Ich dachte, das ist total unwahrscheinlich, dass die gerade heute kommt. Aber ja, so ist das nun mal. Und ein bisschen aufgeräumt habe ich auch, jedenfalls von Spinnweben. Eben als ich so ein bisschen am Film war, bin ich so durch so ein fettes Spinnennetz durchgelaufen, wo so zwei fette Spinnen drin waren, also wirklich, die so groß waren. Und als ich da durchgelaufen bin, was natürlich immer irgendwie ein bisschen unangenehm ist, war jedenfalls nur noch eine Spinne da und ich habe irgendwie an mir rumgekloppt, hinten rüber, keine Ahnung, ich weiß jedenfalls nicht, wo sie ist. Vielleicht sitzt sie gerade auf meinem Rücken und fährt mit zu mir nach Hause. Ich weiß es nicht. Naja, also das war jedenfalls schon mal kein Erfolg heute Morgen, aber irgendwie witzig. Ja, es geht dann gleich noch weiter. Ich wollte heute noch zum Markt nach Tinamaste. Da ist heute nämlich die Feria und da soll auch so ein Chiropraktiker rumhängen und vielleicht kann der irgendwie ein bisschen an mir rumziehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich halt so ein bisschen auseinandergezogen werden muss. Das hat nämlich mein Physio in Bielefeld immer hervorragend hingekriegt. Also falls einer einen guten Physiotherapeuten in Bielefeld braucht, Ronald Vogelsang, der hat wirklich goldene Hände und der hat mich auch immer größer gemacht. Also kein Scherz, wir haben uns mal richtig die Mühe gemacht, mal vor der Behandlung mich gemessen und dann nach der Behandlung und da hat er immer so, ja, so 4-5 cm rausgeholt. Also er meinte, ich wäre eigentlich so ungefähr 8 cm größer als normal. Aber da ich ja immer so gebückt hier durch die Gegend laufe und dass sich dann alles so einstaucht, ja. Ich muss jedenfalls mal dringend was für meinen Körper tun und das werde ich dann ab morgen. Naja, ein bisschen Sport mache ich auch schon, aber ich muss halt viel mehr dehnen und Yoga und den ganzen Quatsch. Moin! Ja, aber ich zeige euch dann wahrscheinlich gleich auch noch den Markt, obwohl ich den schon mal gezeigt habe, es ändert sich auch mal was und ist auf jeden Fall auch mal ganz schön. Und noch eine Sache. Wir haben ja mittlerweile 5 Katzen,
Und ein kleines Kätzchen davon, die fährt, ich weiß nicht warum, aber die fährt total auf Papaya ab. Und die hat heute meine Frau so umgarnt und hat die ganze Zeit irgendwie was gesucht. Und sie meint schon so, ah ja, die will wieder irgendwie ein Stück Papaya haben. Jetzt habe ich die Aufgabe bekommen, auf dem Rückweg in den Supermarkt zu fahren, um Papaya zu kaufen, damit dann unsere Katze ein Stück Papaya bekommt. Ist das nicht bekloppt? Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind die Tiere bei uns alle irgendwie ein bisschen anders, haben so ein Eigenleben, einen Charakter. Jedes einzelne Tier ist echt irre. Mit den Hühnern haben wir auch immer ziemlich viel Spaß. Und wenn die irgendwie ausbüchsen oder hinter einem herlaufen, sind jedenfalls auch immer total neugierig. Die Katzen sowieso, von den Kröten gar nicht zu sprechen, diese fetten Viecher, ist echt Wahnsinn. Naja, jetzt kaufe ich erstmal ein bisschen Papaya ein, wenn ich hier wieder von dieser Buckelpiste runter bin. Und danach geht es dann gleich zum Markt. Ach ja, und falls wieder irgendwelche Kommentare kommen, wie zum Beispiel von Harald, irgendwie so von wegen, hey, warum hast du dich nicht hier gefilmt, während du hier nackt geschwommen bist oder so, da hätte man dir vielleicht was weggucken können. Da kann ich ja nur sagen, nee, sowas mache ich natürlich gar nicht. Außerdem hat meine Kamera ja keinen Zoom. Und naja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe halt einen ganz kleinen, aber dafür ist er ganz besonders dünn. Ha. So, jetzt biege ich hier gerade in die Straße ein, wo ich wohne. Und hier läuft er so ein bisschen anders. Ich habe nämlich letztens von einem Nachbarn, einen Tico, der auch so einen Bagger hat, bin ich halt angeschrieben worden und gefragt worden, hola, buenos dias, ob ich mich vielleicht auch daran beteiligen würde an der Renovierung der Straße. Ich kann dir mal so ein bisschen zeigen, weil die hatte so viele Schlaglöcher jetzt durch die Regenzeit auch und da sind auch immer viele LKWs durchgefahren, weil hier auch einige Leute was gebaut haben. Naja, und dann haben hat gesagt, irgendwie so, jeder beteiligt sich so mit 12.000 Kolones oder mehr. Wir haben jetzt gesagt, okay, zahlen wir 15 und dann waren die mit mehreren Geräten und haben die Straße erstmal wieder begradigt. Jetzt ist das zwar so ein bisschen matschig, aber immerhin gerade und nicht mehr solche riesen Buckel und an manchen Stellen war es wirklich schon richtig fürchterlich. Das hat so genervt. Ja, so macht man das hier in Costa Rica. Ne? Da kann man sich jetzt nicht die ganze Zeit drauf verlassen, dass man dann jetzt der Regierung sagt, hey, die Straße muss aber dringend gemacht werden. Weil das ist halt an mehreren Ecken dann halt dann auch so. Und dann schmeißt man dann zusammen und dann wird es einfach gemacht. Und dann ja, teilt man sich vielleicht auch die Arbeit oder halt die Kohle. Jedenfalls bin ich richtig froh, besonders über die Steinestelle. Gerade halt hier für die Leute, die bei einer Autofirma in Wolfsburg arbeiten, die ja auch alle hier waren. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Das war nämlich so schrecklich, hier hochzufahren. Und ich habe ja auch schon mal einen rausgeschleppt, weil er halt kein Allrad hatte. Und da ging halt gar nichts mehr. Also hier braucht man wirklich Allrad, aber jetzt im Moment halt nicht. Hier kann man wirklich wieder locker fahren. Richtig schön. Ja. Und dann kann ich euch ja vielleicht auch gleich noch mal so ein bisschen was von der Begrünung von irgendwelchen Hängen auch zeigen, damit die dann hier nicht so wegrutschen. Mal gucken, vielleicht fahren wir ja gleich irgendwo mal dran vorbei. Und zur Not, wie gesagt, bei mir. Ja, die meisten nehmen dann auch hier Bambus, weil Bambus halt auch ziemlich lange Wurzeln hat und den Hang dann so zusammenhält. Oder andere Gräser, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ach so, dieses kleine Grundstück hier übrigens, das geht hier einfach nur hier so kurz runter. Vielleicht hat man das Plateau gerade noch gesehen. Das wurde mal angeboten, jedenfalls vor 2 Jahren. Das waren, glaube ich, so 4.000 noch was Quadratmeter für 130.000. Also mittlerweile hat das wahrscheinlich noch einen höheren Wert, weil die Preise so ein bisschen abgegangen sind. Jetzt so, seitdem halt viele Leute ausgewandert sind und natürlich der Platz an gewissen Ecken knapp ist. Obwohl hier überall dann auch wieder so ein Schild steht mit Sevende, also zu verkaufen. Aber manche kaufen auch was und hängen dann gleich wieder ein Schild dran. Also falls sie dann irgendwie einen Doofen finden, der dann halt dann richtig viel Geld rausholt, ja, sehr gerne. Ne? Und ansonsten wohnen die dann halt erstmal da. Auch nicht ganz unclever, aber ich habe gar keinen Bock immer andauernd umzuziehen, muss ich sagen. Ich bin froh, dass wir jetzt unser Zuhause gefunden haben. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch ein Haus bauen, wo wir ja selbst noch drin wohnen. Im Moment wohnen wir ja noch in diesem kleinen Haus, was ja auch zur Vermietung gedacht ist. Ja, und dann habe ich auch langsam die Schnauze erstmal voll von der Brauerei.
glaube ich jedenfalls, im Moment jedenfalls. So, das ist jetzt hier ein Nachbar, der hat jetzt alles mit so einer Bambushecke. Kann man natürlich auch machen. Und wir haben halt Gräser. Der Florian, ne, liebe Grüße, der Pflanzenflüsterer, sagt ja auch so, also Bambus vermehrt sich so bescheuert, dass es irgendwann hier Costa Rica vielleicht nur noch aus Bambus besteht, weil sich das so vermehrt und andere, ja, ach, der dreht immer durch, der Hund. Vermehrt sich jedenfalls so und verdrängt dann andere Pflanzen. Gut. Aber da sieht man jedenfalls bei uns an der Hecke. Wir haben halt hier so Gräser. Da haben wir ja so Textil gespannt und dann guckt da so ein bisschen was raus und das soll dann halt vermeiden, dass dann halt die Erde da so rutscht. So, aber jetzt gleich geht's zum Markt. So, und schwupps bin ich hier in Tinamaste auf dem Markt. Und mal gucken, was hier dann heute so los ist. Auf jeden Fall ist immerhin eine richtig schöne, positive Stimmung. Ich bin hier mal sehr gerne. Und ich habe auch schon eben schon mal so einmal kurz umgeguckt. Und da ist auch, ich glaube, ein Chiropraktiker. Den wollte ich mal anhauen wegen meines Rückens. Und schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall erstmal gerade hier unterwegs und wollte mal gucken, wie es hier dann so aussieht. So, hier wird erstmal gewunken. Nee, wird nicht. Naja, wir gucken mal. Gucken uns mal ein bisschen um. So. Auf jeden Fall schöne Musik, schöne Stände, schöne Leute. So. So. Alright, here we go. Gucken wir mal. Hier gibt's. Ach genau, hier, das ist der Eric. Der verkauft auch immer seine eigenen Sachen hier mit Kakao und hier. Das ist eine Jackfruit, die er gerade aufschneidet. Schöne Sachen. Sehr schön. Keine Ahnung, was das alles hier ist. Ah. Auch hier viel Schokolade, Kakao. Wunderbar. Aha. So, und da ist natürlich hier der tolle Florian, der Pflanzenflüsterer, habe ich ja mal gesagt. Ja. Warte mal, ich nehme mal jetzt mal kurz das Mikrofon ab. So, erstmal buenos dias. Adios. Hallihallo. So, ich hoffe immer, wir sind jetzt beide drauf. Denke ich aber mal. So, wie geht's denn dir? So weit, so gut, selber? Ja, mir geht's echt ganz gut. Bis auf den Rücken. Ich habe ziemliche Rückenprobleme, deswegen wollte ich jetzt zu diesem Chiropraktiker. Und jetzt wechsle ich mal gerade die Hand. Ich bin mal ein bisschen weiter weg, wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja. Ich weiß nicht, stimmt das? Ich habe gehört, du musst bald aus deinem Laden raus in, wo war das, Uvita? Oder ne? In der Nähe Uvita, ja. Ja, ja, genau. Warum? Was ist los? Ja, so wie man es halt in Costa Rica kennt, halten sich Vermieter oftmals nicht an Abmachungen. Hm. Und wenn man dann was sagt, dann kriegt man halt einen Räumungsbescheid. Also passiert öfters hier. Das heißt also, wann musst du raus? Bis zum 1. Dezember. Bis zum 1. Dezember? Ja. Okay, das heißt also, wir brauchen jetzt für Florian eine neue Unterkunft, wo er halt auch mit seinen Pflanzen dann halt auch sein kann, also sprich Arbeit und Privatleben halt zusammenbringen kann. Ja. Und das ist natürlich auch immer noch die Frage, ob man da das vielleicht irgendwie, vielleicht für einen Investor vielleicht auch mal, oder dass man einen Investor auch ansprechen kann, ne? Der vielleicht eine Immobilie kauft und dich dann als Mieter reinnimmt. Ja. Ja, und vielleicht auch irgendwie so Geschäfte mit dir zusammen machen kann. Das wäre doch mal was. Also, ihr seid alle aufgerufen, falls ihr irgendwie was hören solltet oder falls ihr was habt oder falls ihr Geld investieren wollt in diesen jungen Mann, dann solltet ihr das jetzt irgendwie, oder könnt ihr mich ja kontaktieren und ich leite das dann gerne dann an den Florian weiter. Warte mal, ich mache mal gerade hier nochmal dein Plakat, dass man halt sehen kann, das ist halt der Florian und hier ist halt auch nochmal ein QR-Code. Und eine Telefonnummer, schwupp, und dann könnt ihr dann vielleicht dann dem lieben Florian dann auch mal helfen. Ne? Ich bin auf jeden Fall offen für allerhand an Möglichkeiten und ich meine, wir haben die seltensten und exotischen Obstbäume in ganz Costa Rica. Es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial vorhanden. Wir machen auch Gartenarbeit, Landscaping, Food Forests. Wer Interesse hat, einfach melden. Genau. Ja, wunderbar.
Okay, warte mal, jetzt muss ich gerade mal wieder ein bisschen ins Licht rein. Und ja, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen weiter um. Also meldet euch, wenn ihr was wisst, und wir freuen uns dann darüber. Okay. Oh, one moment. Also ich habe hier gerade einen Händler, der würde ganz gerne auch aufs Video. English ist bien? English is okay? English is okay, yeah. All I can do, English and Spanish. In Spanish, yeah, my Spanish is bad. We got a farm right here in town called Finca Pranava. We grow a lot of bananas. These are ice cream bananas. Uh-huh. Big and beautiful. And this is our one ingredient, pure coconut butter. Oh. We use wild harvested coconuts from the southern region here of Costa Rica. Uh-huh. We dehydrate the meat and stone grind it, and it turns into this butter. Whoa. So you're eating 100% coconut, nothing refined out of it other than the water. Oh. We have a chocolate flavor. Sounds great. If you want to try, right here. Uh-huh. It's yeah, incredible. Why not? It's just coconut, no sugar, no added oil. Uh-huh, okay. And you drizzle it on fruit, rice, oatmeal, coffee. Mm. How insane is that? Delicious. It is? Oh, you just, it's really? It's completely pure and natural, and we make Bean de Bar craft chocolate as well. Uh-huh. All vegan, all healthy, all local ingredients. Uh-huh. So no magic mushroom chocolate? No, just regular old dark chocolate. Okay. Okay. Hola, amigo. Uh-huh. Hola. Hey. Ja, also, hier solltet ihr auf jeden Fall auch einkaufen gehen, ist richtig lecker und er freut sich. Okay, gracias. Gracias. Ciao. Guck mal, hier gibt es auch richtig schönen Schmuck. Und natürlich auch, was natürlich auch immer sein sollte, auch Gemüse. Guck mal, Mamones. Wunderschön. Oh, beautiful. So, oh, hier. Mhm. How are you today? Uh-huh. Welcome to Wild Souvenirs, my friend. Everything you like and good. Mm-hmm. It's very good. Waterproof. 100% beeswax. What kind good of wood is it? I have pink, I have ronron and guanacaste. Ah. Only the best wood. Oh, so beautiful. If you don't see cheap wood, but my only good, the price very good. I'm made and sell. Oh, okay. I know you happy. Oh. Why happy, my wife happy, everybody happy here, my friend. Welcome. Oh, muchas gracias. Welcome, my friend. Ja, der ist auch super nett. Ich freue mich jedes Mal, den zu sehen. Ich habe noch nie was bei dem gekauft, aber wir begrüßen uns immer so, als wenn wir die besten Freunde wären oder ich der beste Kunde. Das ist echt schön. Ja, ich liebe dieses Treiben immer. Das ist echt richtig toll. Oh, ich muss erstmal noch diese Erdnussbutter erstmal aufessen. Und da ist natürlich auch, hola, hier kaufen wir auch immer gerne ein, bei der Maria. Ja, ein kleiner, aber feiner Markt. Und ja, ich wollte eigentlich eher nach draußen gehen. Guck mal, hier gibt es auch noch schöne Sachen. Klamotten. Gibt es noch mehr Klamotten? Ups. Und da will ich jetzt jedenfalls gleich mal hin. Ja, schauen wir mal. Drück mir mal die Daumen. Oh Mann, jetzt habe ich es gerade hinter mir. Und das ist gerade wirklich zum Niederknien. Also ich knie gerade wirklich. Wahnsinn. Das war eine echt spezielle Erfahrung. Und dieser gute Herr da vorne, der Case heißt er, glaube ich, der ist jedenfalls immer dienstags hier in Tinamasto und macht hier, ja, ich denke mal, so eine Art Chiropraktik oder ist wahrscheinlich Chiropraktik. Und hat mich gerade auch irgendwie eingerenkt, geknackt und hat an Stellen rumgedrückt. Also es war auch sehr schmerzhaft, muss ich sagen, teilweise. Aber weil ich auch super verkürzt bin. Ach genau, jetzt hat er da so eine Art Bohrmaschine, ist wie so ein Massagegerät, was dann irgendwie reindrückt. Das war eigentlich noch ganz angenehm. Bloß bei manchen Punkten hat es dann ein bisschen wehgetan. Hat auch irgendwie den Hals einmal so knack, knack auf beiden Seiten. Aber ich fühle mich besser. Und die Dame nach mir, die hat das auch noch nie gemacht. Ich habe mich gerade eben noch mit einer älteren Dame hier vorne unterhalten und deswegen konnte ich da auch noch ein bisschen mal zusehen. Die war auch sehr überrascht und hat mich auf jeden Fall danach eben auch angestrahlt und war sehr glücklich, dass sie das erlebt hat. Also sie meinte auch eine wertvolle Erfahrung. Also ich blende mal die Telefonnummer von ihm ein, die habe ich nämlich auch. Und den könnt ihr auch in Uvita besuchen. Da hat er, glaube ich, seine Praxis oder vielleicht bei sich zu Hause, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall auch dienstags hier ab, ich weiß nicht, ich glaube 8 Uhr morgens bis mittags oder so, ist er dann auch da. Ja, und die ältere Dame hier übrigens.
die habe ich schon ein paar Mal mitgenommen. Also die habe ich kennengelernt, weil die immer per Anhalter fährt. Also ist mittlerweile, ich weiß auch gar nicht, so 80 oder so. Über 80, 83 irgendwie so. Und die fährt hier noch per Anhalter durch die Gegend. Finde ich richtig schön. Und eine ganz, ganz liebe Amerikanerin. Ja, ich guck mal weiter. Ich bin gerade noch ein bisschen fertig, muss mich erstmal ein bisschen erholen. So, da bin ich endlich wieder in meiner Heimat. Ich musste nämlich heute mit dem Daumen unterwegs sein, weil meine Frau das Auto brauchte, um meine Tochter dann halt zu diesem Kinderclub zu bringen. Und ich wollte aber unbedingt zu dem Markt, halt zu diesem Chiropraktiker. Und ja, jetzt hat es gerade eben noch richtig voll angefangen zu schütten. Deswegen war ich jetzt noch ein bisschen länger auf dem Markt. Hatte aber wunderbare Begegnungen, muss ich echt sagen. Ganz viele nette Leute kennengelernt, echt interessante Gespräche gehabt. Echt eine super Energie. Bin ich immer sehr dankbar dafür. Aber es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, ich habe ungefähr, also wenn es hochkommt, vielleicht 10 Minuten gestanden, obwohl kaum Auto fuhr. Also ich würde mal sagen, da werde ich doch echt ziemlich gut begleitet heute. Oder eigentlich immer. Bin da wirklich sehr dankbar. Naja, später um 3 habe ich dann noch einen Termin beim anderen Physiotherapeuten. Bin ich auch ganz froh, weil der andere, also der, wo ich jetzt gerade war, das war toll. Aber war relativ kurz und ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. Ja, mal sehen. Also falls einer noch irgendwelche Ideen für mich hat, immer, immer sehr gerne. Oh Mann. Ja, jetzt war ich eigentlich gerade schon auf dem Weg nach San Isidro, weil ich heute noch einen Termin um 3 hatte bei dem anderen Physiotherapeuten. Hatte meine Frau aber heute noch so eine kleine, Panne. Also sprich, Wagen sprang nicht mehr an, musste eine neue Batterie dann her. Jetzt hat sich das alles irgendwie so ein bisschen verspätet. Ich habe mich dann auch noch verspätet. Gar nicht deutsch, ne? Aber kann halt auch mal passieren. Ja, jedenfalls war ich fast, sagen wir mal, auf der Hälfte da. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Ja, der Typ, der muss jetzt erstmal den Termin verschieben, weil er halt irgendwie noch einen anderen behandeln muss. Und jetzt kann ich morgen um 11 Uhr dann hin. Dann ist das jetzt einfach so. Jetzt habe ich erstmal noch eine Staude Bananen gekauft. Ist auch mal wieder schön, ein paar Bananen da zu haben. Und dann werde ich jetzt gleich wieder in diesen wunderschönen Pool dann jetzt auch fahren und mal ein bisschen entspannen. Der Tag, der war echt ganz schön voll. Ja, dann mal ganz liebe Grüße und schreibt doch mal was in die Kommentare. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wie immer. Und liebe Grüße, bis dann. Tschüss. Na, schmeckt's?